Ich heiße Nele Bünner, ich bin 36 Jahre alt, ich bin Umweltökonomin und arbeite aktuell im Bereich Anpassung an den Klimawandel in Benin in Westafrika. Und den Hermann-Hölter-Preis habe ich im Jahr 2002 bekommen, weil ich mich schon 3 Jahre lang als Streitschlichterin engagiert hatte. Ich habe den Hermann-Hölter persönlich, also so, dass ich mich daran erinnern kann, nur ein einziges Mal getroffen. Da war ich in der 5. Klasse und da hat unser Lehrer mich und eine andere Schülerin mitgenommen zu einer Preisverleihung und da sollten wir einen Text vorlesen. Und da war er auch dabei. Ich weiß nicht mehr, in welcher Rolle er dabei war, aber ich kann mich da noch sehr gut daran erinnern, dass unser Deutschlehrer damals sagt, so, und das ist übrigens der Hermann Hölter. Also war irgendwas da, was auch unseren Deutschlehrer damals ja, dazu veranlasst hat, uns auf diesen Hermann Hölter aufmerksam zu machen. Und so hatte ich ihn auch direkt irgendwie als Persönlichkeit in Erinnerung. Also was ja leider wieder sehr aktuell geworden ist, ist genau diese Frage, für die Hermann Hölter auch einstand, ne? Sich gegen Rassismus zu engagieren und gegen Ausgrenzung anders Denkender oder anders Liebender. Und genau das ist eigentlich wieder aktuell geworden. Und leider ist ja Tendenz auch bei jungen Leuten, ne, durch soziale Medien, ne, ja, ist ja die Hemmschwelle viel geringer geworden, auch ja, mit Hassbeiträgen irgendwie beizutragen. So, und genau dagegen muss man sich eigentlich engagieren, ne? Auch die andere Seite muss jetzt wieder lauter werden. So, und ich denke, genau das wäre so ein Feld, wo sich auch junge Leute und gerade hier im Ruhrgebiet, wo es ja so viele Leute gibt mit unterschiedlichen Hintergründen, alle engagieren können, ne? Mein Name ist Dennis Flori, ich bin 41 Jahre und bin hier in Bottrop-Wellheim geboren. Bin seit 11 Jahren Unternehmer hier in Bottrop und leite das Art Café Florian am Westring. Ich habe Hermann Hölter 1990 in der Gesamtschule Bottrop kennengelernt und bin ihm bis heute dankbar dafür, wie sehr er mich und viele andere unserer Schüler geprägt hat. Hermann Hölter hat, denke ich, in dem größten Teil unserer Klassen uns beigebracht, wie wir frei denken, wie wir uns eine eigene Meinung bilden. Also er ist hingegangen und hat gesagt, wir machen zuerst Brainstorming, schreiben alle Dinge auf, die uns zu dem Thema einfallen, dann analysieren wir diskutieren darüber und anschließend müssen wir selbst entscheiden, ob wir hinter dieser Sache stehen oder nicht. Ich erinnere mich an eine Situation, in der Hermann Hölter als SV-Lehrer und ich als Klassensprecher zusammen zum Direktor mussten mit einem Schüler, der ja, ein besonderer Härtefall war. Der hat sich also geprügelt, wir hatten ständig Probleme mit ihm und letzten Endes kam raus, dass er halt in der Kindheit ziemlich misshandelt wurde und Hermann Hölter hat sich wie ein Löwe vor uns gestellt und immer wieder verhindert, dass dieser Schüler von der Schule geflogen ist, mit dem Ergebnis, dass wir ihn zum Schluss wirklich mit einem 10er-Abschluss von der Schule schicken konnten. Ich bin Thomas Bistron, bin in Bottrop geboren, arbeite selbstständig als Osteopath in eigener Praxis, habe 1997 als erster Preisträger den Hermann-Hölter-Preis verliehen bekommen für soziales Engagement im Bereich Kinder- und Jugendarbeit, vor allem mit Behinderten. Ja, weiter habe ich ehrenamtlich gearbeitet für die Arbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte in Bottrop und habe mich für Obdachlose eingesetzt. Also Hermann Hölter kannte ich selber als Person nicht. Meine Frau war aber damals auch auf der Janosch Kroczak Gesamtschule und
Die hat aber damals gar nicht, oder zu dem Zeitpunkt kannten wir uns gar nicht, die wusste gar nichts davon, dass ich damals diesen Hermann-Hölter-Preis gewonnen habe als erster Preisträger. Und jetzt in den letzten Jahren sind wir erst wieder in die Gespräche gekommen und vor allen Dingen auch jetzt in den letzten Wochen, als ich gehört habe, ja, dass das Thema wieder aktuell wird. Und da habe ich schon gehört, dass es ein sehr beeindruckender Mensch gewesen sein musste, der auf jeden Fall die Leute mitgerissen hat, der viel vorgelebt hat. Und denke, das ist, ja, also muss ein beeindruckender Mensch gewesen sein, weil ich das von mehreren Leuten auch erfahren habe, ja, die bei ihm Unterricht hatten in der Schule, die ich nachher im Bekanntenkreis weiterhin getroffen habe. Ja. Ich denke, es gibt viele Bereiche, in denen man den Preis weiterhin vergeben kann. Es gibt Themen, die sind aktueller denn je, ne, siehe Rechtsradikalismus oder eben auch Flüchtlingshilfe. Ne, da sollte weiterhin Augenmerk drauf gerichtet werden. Ja, des Weiteren finde ich wichtig, dass die Dinge im Kleinen auch gewürdigt werden dürfen. Ne? Also die wir in unserem Freundeskreis haben, die wir im Bekanntenkreis erleben, die wir vielleicht auch in der Kneipe erleben oder im Café oder im Fußballstadion, dass man da auch klare Kante weiterhin zeigen sollte und darf. Und dafür sollten wir dankbar sein, dass das noch geht in unserer Gesellschaft.